Tristan Scherbe, Sieg in der Overtime, nachdem dass er 3-0 geführt hat, glücklich oder verdient? Schwierig zu sagen. Ich glaube, am Schluss tut es gut. Ich glaube, beide Teams hat es verdient. Man sieht, es geht um so viel. Und beide Teams legen alles auf die Eisen, was sie haben. Und wir sind gut gestartet, sie sind zurückgekommen, es war eng, Overtime war ein Hin und Her. Und schon so schön, dass er für uns reingeht. Wo haben Sie gedacht, wo Sie in der 58. Minute den Ausgleich zum 3-3 gekriegt haben? Schwierig zu sagen. Ich glaube, das Wichtigste ist im Moment leben. Ich meine, wenn man noch einen hätte geschossen, wäre es natürlich auch schön gewesen und da bekommst du einen. Aber ich meine, eben, wir haben vieles gut gemacht, wir haben den Vorsprung gehabt und sie haben vieles gut gemacht und sie sind auch verdient zurückgekommen ins Spiel. Und man weiss, ich meine, es geht bis zur letzten Sekunde und das haben sie heute ausgenutzt. Wir haben uns geraffelt, wir haben uns erholt in Pause, wir haben gewusst, dass es liegt etwas drin und es ist schön, dass es geklappt hat. Das nächste Spiel der Heiz, Bern, dort hat aber der HC Davos zweimal gewonnen. Ja, genau. Ich glaube, wir haben von einer gewissen Zeit Back-to-Back gegen sie bei uns daheim. Zweimal das Verlieren vom Eis gegangen. Ich glaube, ich hoffe schwer schon nur das ist schon eine Motivation wert. Und aber ich glaube, jetzt ist eine völlig andere Situation. Wir werden uns auf uns fokussieren, gut erholen, schauen, dass wir am Freitag einen guten Start haben, solide Spiel und hoffentlich durchziehen. Danke vielmals, gutes Gelingen. Merci vielmals.